Hallo, sorry für die Verspätung. Hallo. Keine Sorge, ich bin vor 5 Sekunden gejoint. Oh, wir sind direkt in der Taverne. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert, der Rogue. Ich habe beim letzten Mal den Ranger gespielt, aber ich habe das Gefühl, ganz viele spielen gerade Ranger, deswegen wollte ich mal was Neues ausprobieren. Also ich weiß, dass du, die Rogues sind immer dann gefährlich, wenn die Waffen lila leuchten. Ich weiß noch nicht, was das macht. Wahrscheinlich empowerst du deine Weapons. Genau, du kannst zwei Spells. Einmal, dass du Bleed verursachst und einmal, dass du jemanden vergiftest. Das musst du halt als Skill auswählen. Ja. Und ansonsten kannst du dich halt unsichtbar machen und hält halt nicht so viel aus. Ja, 85 Health oder so, also ich bin One-Hit wahrscheinlich. Genau. Das Geile bei Dark and Dagger finde ich ist einfach im Vergleich zu Tarkov, du bist so schnell wieder ready und kannst reingehen. Du hast nicht diese ewige Downtime. Du hast keine richtigen Ladebalken. So. Ja, genau. Also du hast ja nicht dieses lange Matching und das lange Equipen, weil das ist alles ein bisschen schnelllebiger und das gefällt mir halt sehr gut. Es gibt halt echt viele neue Spawnräume, ne? Also das ist auch so ein untypischer Spawn. Ich würde sagen, der wichtigste Unterschied zu Tarkov bei dem Spiel ist für mich eigentlich eher, dass man hier seinen Homies zugucken kann. Ja, das stimmt. Ist auch das ist der wichtigste Unterschied. Weil du stirbst bei Tarkov und dann bist du da im Stash und weißt nicht, was du machen sollst. Ich glaube, dann würde ich auch mehr Tarkov spielen, dass wenn du down gehst, du trotzdem einfach im Spectator bist. Von mir aus, du kannst ja wirklich 1:1 dasselbe sehen. Also hier hast du ja leider noch so Third-Person-mäßig, aber es wäre für mich auch fein, wenn du einfach genau dasselbe siehst wie derjenige, der spielt. Ja. Also es soll nicht mal das ist auch Vorteil so wie bei Hand geben. Halt, ne? Also. Ja, genau. Ich will ja keinen Vorteil haben, ich will einfach nur nicht barfüßt oder so. Handschuhe. Ist das der Raum hier mit dem Secret Room? Ja, ne? Ja, ja genau, das oben hin, oben glaube ich, der Secret. Ihr kennt euch schon viel zu sehr aus. Ich habe den letzten Playtest echt viel gesuchtet. Ich habe tatsächlich am letzten Playtest-Tag habe ich gespielt und dann war so auf jeden Fall vorbei. Hab gedacht, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall auch reinschauen, aber ich habe auch schon wieder alles vergessen. Vorsicht. Erstmal die Kotzis und dann Spinnen-Spawner links. Aber wahrscheinlich rechts auch. Oh Gott. Der Kopf. Helf ihn nicht! Ich bin die! Ich bin useless! Okay. Ich nehm Akro, ich kann's da reinpiezen. Achso, stimmt, ihr macht jetzt noch nicht so viel Schaden. Nee. Alter, richtig One-Hit. Der Schalter für die Kiste ist irgendwo unten bei mir, oder? Nein, der ist hier oben. Was hat für die Kiste? Du meinst den Secret-Raum? Geheimen Raum, ja. Das sind dann mit dem Heal Fountain hier oben. Ah, okay, aber da ist auch der Raum. Ja, genau, das liegt hier vor. Also genau hier. Und, hier gibt es bestimmt eine Kiste, die auf schreit, oder? Das ist random. Und das Gute ist, Kalle, du hast immer den Skill automatisch drin, dass du Lockpicken kannst. Das heißt, du kannst die Kiste hier aufmachen ohne Lockpick. Das ist ganz geil. Ja. Oh, ich muss da. Ah, gut. Ein Skillcheck, ja. Das. Oh, Moment, ja, warte mal. Und der hat Versuche ohne Ende? Ja, er hat unendlich Versuche. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Okay, aber das ist mega geil. Ich hab's geschafft. Weil ich finde den Lockpick, also Lockpicken finde ich so schwer. Ja, ist es auch. Und ne, da hast du halt ein Dings dabei, ein Lockpick und dann versaust du den einfach. Ja, du hast halt nur den einen, ne? Ja, hallo Kart, ich habe ein Kristallschwert. Aber das ist, glaube ich, nicht für Fighter, ne? Das ist so ein Magier-Ding. Das ist ein Magier-Ding, ja. Ist das was für dich Panda? In dieser Runde ist anscheinend eine absolute Legende drin. Der Spieler mit dem Namen Dai hat gerade 3 Leuten einen Headshot gedrückt. Ah, nee, mit dem Longbow. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ja, okay. Der drückt gerade eine alle weg. Und sonst habe ich noch hier irgendwie so ein Helm und so ein Metallhelm. Ja, also, was du auf jeden Fall machen kannst, ist graues oder weißes Equipment kannst du dir so sparen mitzunehmen. Weil das nimmt so viel Platz weg und gibt kein Geld richtig. Buntes Equipment kannst du halt mitnehmen und vor allem auch hier, was du brauchen kannst, wenn du sterben solltest. Das auch noch. Also, wenn du eine Runde überlebst und du hast einmal jetzt irgendwie Schurkenkram mit. Dann kannst du die auch schön behalten. Aber ansonsten ist hier nur Inventory Waste. Ja, verstehe. Ja, man hat ja keine Gewichtsangabe, oder? Oder doch? Nee. Aber du sammelst halt immer diese Goldringe oder so ein. Ach man, ich halt, drück auch immer Anstatt so Vasen F. und so genau, Messingsachen und so, ne? All das immer mitnehmen, ja. Also wir kommen zwar nicht daher, aber Zone geht in die Richtung. Also wir müssen wieder da an unserem Sport vorbei. Hier ist ein Secret-Raum, ne? Heißt dir, Dankeschön. Aber? Und Carlo, Dankeschön für die Bits. Und heißt dir nochmal Dankeschön das für den ja offensichtlich. Vielen Dank. Danke. Es versteckt. Ihr seid vorbeigelaufen. Oh, der versteckte Hebel ist wieder am Start. Geil. Ja. Oh. Wieder Maus. Ich trau mich nicht zuzuhauen, weil ich schwing so von rechts, weißt du. Ja. Das hier ist doch eine Throwing Knife. Wir sollten aber trotzdem hier nicht lang, ne? Achtung, da ist der Boden ist sass. Boden ist sass. Sass. Soll ich herausfinden, wie sass der wirklich ist? Wir sollten Zone. Okay. Okay, ist nicht sass. Das ist cool.
Aber man konnte durchgucken. Oh, da ist dieser Schatzraum ist mittendrin. Mit dem, wo du relativ viel Geld bekommst. Ja, ein weiter und dann rechts. Okay. Also das Symbol von dem Unsichtbarwerden ist auch ein bisschen sass, muss ich sagen. Verwirrend, ist schon jemand aufgefallen ist, aber... Spinnen. Ja, das ist schon ein bisschen cheaten, dass wir mit dir jetzt spielen dürfen. Also, weil du so ein krasses Level hast. Das Schwert, was ich habe, ist halt immer noch ein weißes, aber es ist dieses Fältchen, was ich meine. Ich hab das gefrayed, ist nicht mal ein gutes Schwert. Hier ist auch noch was hinter, Moment. Oh, hast du eine Spitzhacke oder so? Wie soll ich hier? Nee, Spitzhacke wäre nice. Also diese Erze abzubauen ist so krass. Ja, es ist wirklich ein 100% Lockpick-Spawn, wusste ich gar nicht. Wo denn? Hier ist immer ein Lockpick, hier. Aber für die ist es ja egal, Kalle. Ja, aber ja. Ich habe wieder einen Hebel gefunden, ich aktiviere ihn mal. Ja, das ist auch direkt bei dir. Wollen wir die Jail-Door hier aufheben mal? Oh, hier sind aber schon einige Leichen. Müssen wir aufpassen. Spielerleichen? Nee, Zombies. Oh, Spieler von hinten! Ranger von hinten! Ja, mach zu. Kannst du zumachen? Ja. Dann machen wir erst die. Wir müssen jetzt irgendwie schnell die da weg. Nee, die kommen gar nicht durch. Die kommen nicht durch, ist alles cool. Ah, schwierig. Kann einer an. Achso, ihr habt keinen Range. Wir haben gar keinen Range. Ich hab Wurfmesser. Er hat von mir einen Pfeil abbekommen. Warum sind die nackt? Ich geh mal hier vor mit dem Schild. Rechts ist der lang. Links ist auch nicht, oder? Ne, rechts, safe. Hier ist er, vor mir. Drei. Einer ist rechts mit dem Bogen. Und einer ist links von mir. Ich geh auf den mit dem Bogen. Ja, ich bin hinter dir. Wir machen Rogue. Der hat einen guten Hit. Ja, komm, hau dir weg. Der ist Parkour, Mann. Der Rogue will flüchten. Wir können beide runterspringen, oder? Entkommst mir nicht. Will die Tür hier aufmachen? Wieso treffe ich nicht? Ja, hier sind noch andere Player, glaube ich. Ihr solltet zurück. Ja, lass du da los. Ich weiß nicht, wo man da unten wieder hochkommt. Danke dir. Weiß ich auch nicht. Der ist ja da runter gejietet. Hier liegt auf jeden Fall ein toter Spieler. Ich denke, wir sind sehr weit außerhalb der Zone, ne? Oh, du hast recht. Wir sollten wirklich zurück. Mal seine Waffenmesser eingepackt. Hast du gerade die Lampe da geklaut? Nur eine Heal Potion. Eine Unsichtbarkeitspotion. Wir haben ja schon relativ gut geklärt. Also wir kommen ja in Zone, kommen wir ja. Ich weiß nicht, ob der eine das überlebt hat. Das hätte man wieder oben rechts. Floor Spikes killed Ape Maya. Es kann sein, dass er da runtergesprungen ist und an den Spikes gestorben ist. Wollen wir hier noch looten in dem Raum, wo die beiden Zombies drin sind, Dalu? Wir sind ein bisschen eingesperrt. Wir kommen nicht in diesen großen Raum. Wenn die nächste Zone jetzt kacke für uns ist. Wir sollten hier vielleicht eigentlich so Dinger zum Entkommen bekommen, oder? So Portale. Wenn die bei uns spawnen, ja. Ja, mit Sicherheit, also. Hier sind Unmengen tote Zombies. Also hier war auf jeden Fall ein Team. Mach hier noch gerade zwei Mumifizierte weg. Ja, mach mal. Ich nehme mal noch den Shrine of Power, falls wir noch einen Kampf kriegen. Was jetzt? Hier ist gerade was dabei. Hier kommen viele. Kommen blauer Dings. Ja, wir brauchen uns einen rein. Hier. Ich habe auch einen. Guck mal, hier ist noch was gespawnt. Ich glaube, das ist auch ein blauer, war. Hier noch Gegner, zwei ja, Stück. Ich komme. Komm her. Sind beide auf mich, das sind die beiden. Ich treffe nicht. Dadurch, ich geb dir einen Buff. Okay. Let's go, ich geh da voll rein, Junge. Box sie weg. Oh ja! Guckt euch lieber, dass wir die Portale kriegen. Ja. Also, dass wir mehr als. Dass wir mir einen Handschuss gegeben. Oh. Komm zurück. Ja. Wie lange bin ich invisible? Wenn ich den nehme. Du wirst dich nicht bewegen. Oh, das sind die. Ich hab ihm einen Headshot gegeben, weil ich würde den jetzt hier mal komplett einpacken, hier den Typen, ja? Ich würde das Portal nehmen dann. Es werden keine Spieler mehr da sein. Ja. Hier ist noch ein Portal. Ich nehme das hier hinten dann. Achso, darf man nur eins nehmen, oder was? Ja, jedes blaue Portal ist nur für einen Spieler. Okay, aber ich hab hier noch eins gefunden. Okay. Dann nehme ich das hier vorne, ja? Ja, ich sehe drei. Hinter Kalle, also bei Kalle im Rücken rechts die Treppe hoch, ist auch noch eins. Okay, ich geh da jetzt rein. Das ist der Dude gewesen, den ich da gekillt habe, der am Anfang dieses ganze Dreierteam gekillt hat. Der Die. Oh. Der mit dem Crossbow. Oh, da läuft noch was. Ah, das ist der Zombie, der noch in dem. Jetzt rechts und da rechts wieder, Leon. Ja. Okay. Ich dachte, dass alle in einen können. Ich habe es noch nie geschafft, rauszukommen. Das ist das erste Mal. Oder sind sogar zwei. Also in ein rotes Portal. Die spawnen immer in Dreier-Dingern. Also rot geht immer als Team, blau nur solo. Ah, verstehe. Ich habe auch irgendwie. Ich habe mich noch nicht so an die Range von meiner Waffe gewöhnt. So. Oh ja. Oh, lass in die Mitte hier, oder? Hier gibt's doch direkt Loot ohne Ende. Ja. Wir haben noch Megaspawn. Jetzt sind hier nur 1000 Skelette gleich. Oh mein Gott, hier ist so geil. Mach du hast einen dicken Hammer. Oh, ja, du hast ja einen richtig dicken Hammer. Ja, einen richtig dicken Hammer. Oh, warte mal. Leute, kommt in meine Richtung, wenn ihr Gold wollt. Oh, ist doch kalt.
Ja, ja, ihr habt den besten Lootraum verpasst, aber ich räume den gerade auf. Ihr könnt nur noch looten gleich. Oha. Geil. Alter. Steckt dir alles ein, Kalle. Steckt dir alles ein. Ich bin schon am Looten. Du kannst die Kiste wieder lockpicken auch gleich. Oh ja, geil. Du kannst auch looten, Leon, ich freue mich. Alter, hier liegt ja auch mega viel rum. Ja, 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 der Raum ist mega geil. Das ist geil. Quasi... Das ist die Red Keycard in Tarkov, Alter, hier. Ja, Mann. So, achso, ich muss aufpassen. Boah! Großer Erfolg. Ich habe eine blaue Beinplatte und eine grüne... Für? Beinplatte? Fighter und Kleriker. Ich schmeiß die auf den Boden. Jo, Carlo nimmt sie gern. Du kannst sie sonst auch in der Kiste lassen. Achso, wenn die auf ist, dann kannst du genau, weil dann kann man die schneller... Du, Mimik! Ja, true. Vielen Dank. Hast du einen grünen Helm schon? Mimik! Dann kommt drauf an, welcher. Es gibt zwei unterschiedliche. Die Kiste hat eben so blau geleuchtet. Also so wie sie jetzt ist, hat sie eben auch geleuchtet. Erkennt man jetzt Mimix? Nee, das ist... Ich hab da mal genehmigt. Mann, das kennt die, wollte ich nehmen. Oh. Ja, da kommen die Loot-Goblins hier. Ne? Ihr habt mir den Raum hier weggelootet. Also, ich zitiere... Also, ich mach hier gerade den ganzen Raum frei. Ihr könnt jetzt hier alles weglooten. Wer hat das gerade gesagt? Hab ich auch gehört. So, dafür hab ich... Ich werde jetzt gleich das erste Raumportal, was ich nehme. Ich hab 15 Candies. Da ist einfach so gleich Sia! Damit kann ich mir schon fast ein episches Schwert kaufen. Mein Hintern leuchtet so bunt, Alu. Die ganzen Fläschchen da. Das ist die Hose, die du mir gegeben hast. Wir haben hier unten einen Boss, der könnte aber lila droppen. Wir müssen aber trotzdem erstmal. Ja, ne? Nee, da unten in der Luft. Und da unten, den du siehst, ist nur ein Magier. Ach so. Wir müssen aber trotzdem auf Range. Achso, ihr habt ja wirklich gar nichts diesmal. Ja, ja. Wir sind halt Opfer. Ja, richtige Opfer. Geht jetzt rein. Oh, hier kommt was eingeflattert. Genau, die will ich zuerst weghaben eigentlich. Dann schütteln wir dich helfen. Jetzt. So. Hinter dir, Leon. Alter, Leon, ja. Alles gut? Leon, warum springst du da runter? Ich spring so einfach rein, ey. Wahnsinn. Junge! Ich komm nicht weg! Oh ja! Oh, Alter, bist du gedodged? Ja! Ja, Leon, du hast die beide weggemacht. Ganz ey, alleine! Ich hab keinen Schnitt hier nicht mit seiner Armbrust und Schnitt die ganze Zeit. Also macht einen Schuss und denkt, er ist der Macher. Oh, hier unten sind echt krasse Leute. Ja, wir machen erstmal die Mitte frei. Also, du solltest nicht weiter runtergehen, Leon. Mhm. Weil unten steht der Dingens, dieser super, der Boss, der Mage. Ich treffe nicht. Ja, ich seh ihn, ja. Ja, so machen wir's. Perfekt. Ah, ich wollte gerade. Na gut. Ist die Zone mittlerweile schmerzhaft? Also, schmerzhaft? Die Zone in dem Spiel ist relativ schmerzhaft. Vor uns ein Spieler. Vor uns ja, warte, der macht jetzt gleich das. Oh, schade. Der guckt da nochmal rein und dann. Dann kriegt er einen auf den Dötz. Ja, die wollen keine Protection geben dazu. Manche sind in dem Raum drin. Das ist ein Lootraum. Wenn du links, genau, du läufst da gerade richtig. Du hast Protection da, du? Ich hab den Magier gekillt. Da ist noch einer hinter, Durchs Fenster geguckt. Schönen guten Tag, du. Du hast kein blaues Schild, ne? Ja, ich komm zu dir, Kalle, ich bin auf dem Weg, Ja, Junge, wir sind zäh, ey. Der liegt da. Warte, Kalle, wo bist du? Krieg aufs Maul. Pass auf, hinter dir auch. Komm. Einer ist tot, wie hast du das Ja, der gemacht? Andere ist bei mir, der verfolgt mich. Hilfe! Ja, ich renne, ich hab sogar schon Sprint an. Ja, hinter mir. Ich halte dich. Hey. Au! Der ist hinter dir, komm. In die Falle, das ist eine Bodenfalle, Leute. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, stopp, nicht bewegen, das ist eine Bodenfalle. Ja, ich bin drüber gesprungen. Achso, er ist tot. Ja, er ist tot. Wir können Kalle direkt wiederbeleben. Raum genau, eben. Genau. Warte, die Memory ist cloudy. Ihr werdet beschossen von Feuer von hinten. Ich wollte gerade deinen Stuff wieder reinlegen. Ich hab den gekillt. Ich höre ihn versuchen. Sag dich auf, Leon. Alles gut, Leon, kannst du wiederkommen? Ich hab die alle getötet. Komm einfach her. Hast du mich schon direkt gelootet, du Dalu? Der Grund, warum ich dich gelootet habe, ist, weil ich dachte, wir müssen dich woanders wiederbeleben. Ja, weil dann kannst du nicht zu deiner Leiche. Ah, okay. Wenn er dich aber direkt wiederbeleben kann, wenn das wirklich geht, dann lasse ich es natürlich drin. Aber den Spell kenne ich halt nicht. Ah, ich kann den Spell noch nicht benutzen, okay. Ich so viel dazu. So, dann werde ich jetzt gleich wieder Kalle looten, wenn das okay ist. Ich hab den Geh schnell wiederbeleben. Ja. Geh links um die Ecke. Ja. Oh! Alles gut, der rennt. Das sind zwei, ne? Das war ein Mate. Ja. Oh, hat eine Bude bekommen. Zone, langsam. Ja. Hätten wir Kalle doch looten sollen.
Habt ihr doch, oder nicht? Nein, ich hab's drin gelassen. Bin ja ein Mech. Bei mir! Oh shit! Ich bin dort. Die sind aber wieder reingekommen. Oh, ich brauch so lange, um Türen zu öffnen. Schade. Aber jetzt taktisch alles ein bisschen schwierig. Boah, noch ein. Nimm mir noch ein. Schade, hinter dir ist noch was. Oh Gott. Leon, du bist mittendrin. Jetzt one on three. Jetzt zeig mal den Cleric. Mach dein Spell. Ruf da rum und töte alle. Er läuft einfach weg. Wo ist dein super Zauber? Der ist nur Leon, Tote. Angriff! Nicht Verteidigung! Tote. Angriff! Ja. Der schnetzelt aber da richtig. Eieiei. Komm, der hat sich zweimal gegönnt. Der hat nicht viel. Er packt Fäuste aus. Er disrespected dich. Und er ist tot. Schnell looten. Du lootest ihn doch jetzt nicht! Das sind doch welche! Das ist ja nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Cleric gegen Cleric. Ja, schöne Leather. Schöne Sache. Und der letzte noch. Das ist noch einer. Hör auf zu looten, Leon. Looten. Ich muss mal kurz gucken. Leon, es geht immer um den Loot. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Aber geh raus. Geh raus. Ja. Bist ja eh voll gelootet, bis zum Gehen nicht mehr. Noch einen habe ich erwischt und dann musste ich rennen. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Wenn ich zu euch gerannt wäre, dann hätten wir es, glaube ich, alle überlebt in der Situation. Dann wäre es vielleicht am Ende auch besser gewesen. Naja. Ich bin drin. Bin ich drin, ne? Bin auch da. Ja. Perfekt. Jetzt hast du eine schöne Rüstung verloren. Aber du hast kein Gear 4, das finde ich gut. Wie kein Gear 4? Alter. Ich war voll equipped. Ich war kurz davor, ein episches Schwert zu bekommen. Wieder Gegner. Ja, okay. Leer, Kalle, ja. Ich hab's gehört. Ich hab das Schwert hier unter dir, Dalu. Das ist nur einer, oder? Na, es sind eigentlich immer drei, es wird keiner solo gehen. Aber ich hab meins. Ich glaube, ich kann ihn umlaufen. Ich umlauf den mal. Ja, probier mal. Denk immer an Dalu, umlaufen ist immer schön gut, aber du hast halt so viele Mobs in dem Spiel. Ja. Na, der hat halt platte Rüstung. Wenn er stirbt, wäre halt geil, ey. Ich aber... komm nicht durch, das. Ich hab noch Heals, Dalu. Mhm. Aua. Kannst der ist jetzt abgehauen, oder was? Geben? Nee, der ist hier noch, aber. Denn seine Freunde? Nee, Dalu! Die Zone kommt. Ich bin tot. Ich hab dich nochmal geschildert. Nee, war Ende. Ist jemand. Komm, Kalle, zauber was. Ja? Du, das ich bin tot. Ja, komm, Kalle, der Lippen war doch tot schon! Der hat sich geduckt, ne? Ich dachte, der wäre schon tot. Der hat sich einmal geduckt und ich dachte, okay, ja, der ist umgefallen. Dann hab ich mich tot gewesen. Du hast immer mal gut Schaden gemacht. Ach, ja. Mann. Ah, ich bin Level 2, immerhin. Nice. Jetzt hab ich meine lilanen Schuhe verloren. Ah. Die Lederschuhe. Aus Grund jüngster Erfahrung würde ich die Klasse wechseln. Kannst du gern machen. Was willst du spielen? Ich glaube, ich würde Ranger spielen. Ja, Ranger ist, finde ich, immer noch der Allround, der Beste. Also Allround. Deswegen mal gucken. Was ist das für ein Premium-Raum? Wir sind in der Schatzkammer gespawnt, ne? Was ist das ja, hier? Das ist hier so ein Secret-Raum eigentlich. Hier vor uns ist auch schon direkt an Action. Genau. Hoffentlich. Oh Gott, die Kotzwolke. Das wird ärgerlich. Da musst du ein bisschen Damage machen jetzt. Okay, sehr gut. Dieser Raum ist eigentlich so ein Loot-Raum. Ich frage mich, warum es so Random-Spawns mittlerweile gibt. Also du spawnst ja gar nicht mehr immer in so einer Zelle. Ja, vielleicht ein bisschen mehr... Finde ich ganz gut. Ein bisschen Abwechslung. Variation, genau. Mach die Tür mal zu, wenn du draußen bist. Ich will sehen, was rechts ist. Da ist nämlich eine Falle vor uns. Leon, warum rennst du eigentlich vor und warum glänzt deine... Leon, kannst du mal stehen bleiben? Du hast aber eine ganz... Kalle, siehst du das? Ja. Der ist ein Heiliger. Ich komme hier nur gerade nicht weg, weil mich eine Giftwolke verfolgt. Wir sind Bogenschützen. Und hier sind Bogenschützen. Weil es so brennt. Ja, ich gehe mal andersrum. Ja, ich bin halt. Oh, hier ist gerade. Okay. Türkischer Friseur gewesen. Dann machen wir das doch so. Okay, wo sind. Jetzt mal erstmal kurz rausfinden, wo wir hier sind. Hier müsste man schon gut looten können. Kalle, falls du übrigens was hast, du bist relativ lang schon gemutet. Das ändert einiges. Absolut kein Problem. Ich rede so die ganze Zeit so ein bisschen. Aber, naja. Nichts Wichtiges bei rumgekommen eigentlich auch, also von daher habe ich nicht viel verpasst. Hier musst du aufpassen bei den Räumen, Kalle. Mhm. Hier über den Thron gibt es so Speere, die sich ausfahren. Das sieht man nur ganz leicht in der Wand. Echt? Jetzt bin ich paranoid, dankeschön. Gerne. Manche sind ja auch rechts oder links an der Wand. Also es gibt überall Speere, aus der Wand kommen.
Ja, irgendwie habe ich jetzt schon ein bisschen Damage bekommen eben, weil mich so eine Giftwolke verfolgt hatte. Interessant, dass wir hier spawnen können. Also das sind hier ganz viele so Looträume und so, ne? Genau. Ja. Naja, das ist eigentlich so ein Raum, wo du halt hin willst. Bogenschütze, Gegner oder nicht? Nee. Okay, so NPC. Was mit der Fackel? Na klar, stumpfe Gegenstände, oder? Aua! Was zählt das hier nicht? Giftzombie. Nee, also ein kannst Skelette ruhig mit Spitzenwaffen hauen. Okay. Nicht zu fantasyreich. Jetzt nimmt er die Kiste da. Na gut. Welche? Der du gerade dran warst. Die gerade extra gedodged, damit ich dir helfen kann. Aber ist kein Problem. Manchmal ist so, wenn es so Billig-Zombies sind oder so, ist es gar nicht so gut, dass du dritt drauf kommst. Steht schon die Chance, dass man seinen Mate trifft. Ja, true. Das ja, wobei, ich habe ja hier Pfeil und Bogen und so was, ne? Aber ist immer noch unendlich, ne? Ich muss hier nur noch. Ja, ja. Wer haut denn hier die ganze Zeit zu? Das ist die Falle oben, die auslöst. Eine Falle ist aktiv. Da kann zum Beispiel ein Spinnen-Spawner und eine Bodenfalle sein. Dann spawnt die Spinne und die Falle geht hoch. Hier ist eine dicke Kiste. Nee. Ach nee, jetzt haben wir keinen Schurken mehr, ne? Ja. Na toll. Na toll, danke Kalle. Jetzt danke haben wir da nichts. Mal eine fette Chest und jetzt kriegt die Keile auf. Das ist zum Heulen. Immer unglaublich. Gehen wir mal in die Mitte. Yes. Wo ist die Mitte? Also dieser runde Raum, dieser. Okay. Da waren wir gerade schon. Die Bogenschützen gehen alle auf mich. Wir müssen die Bogenschützen wegmachen. Oh, da bin ich selber gehalten. Oh, jetzt sind Spieler. Auch fremde Spieler auch. Die Bogenschützen müssen weg, Kalle. Das ist dein Job, bitte. I try my best. Wir sind halt noch andere Spieler. Ich versuche so hoch zu dir hier zu kommen. Oben auch. Kommst du hoch? Oh, jetzt meckert er mich an. Nein! Ich will überleben! Alter, ich bin tot. Ich hab den alles ins Gesicht gehauen, was ich hatte. Oh nein, 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 das Skelett noch. Och, Mann, so viele Mobs schon wieder. Das war jetzt unlucky, weil da noch ein zusätzliches Team kam und ich konnte dir dann unten nicht mehr helfen. Ich finde das Game auch gut beim Zustand, aber wenn man so. Wo sind deine Freunde, hä? Sieht es aus, als hätte man keine Chance. Es gibt aber auch mittlerweile seit heute im Playtest einen neuen Modus, neue Map, wo man solo spielen kann. Das bedeutet, es gibt eine Map, wo man nur alleine spielen kann. Und das ist dann ja wieder entspannt. Oh. Oh. Ah, das ist gut. Oh. Klonk. Alter, bei dem Gegner warte ich nur darauf, dass er gleich die 90s flext hier. Was geht bei ihm? Er springt da rum wie in Fortnite. Oh, du stirbst an der Zone. Oh. Nein. Easy Games, danke schön. Ist dunkel. Microphone activated. So. Ich hab doch hier eine Heilung, oder? Weil das ist jemand eh. Ja. Skeletto. Forage Food and Recover. Das ist rot, oder? Oh. Rot? Dann kommt die Rot. Scheiße. Haben wir Licht? Der hält nicht mehr viel aus. Die Fackel Boys. Das ist geil, wie er einmal direkt lootet. Ich lieb's einfach, es sieht sehr geil aus. So, mit Mima hab ich mir hier schön die. Also, nimmst du das Stiletto mit? Ja. Da ist Dolch drin. Das sah sehr witzig aus. Du hockst dich da so hin. Noch ein Dagger drin gewesen. Um auf die Tonne einzukloppen. Das sah schon sehr. Jeder Loot tut gut. Jeder sind links von uns, Kalle, in dem großen Raum auf der Map. Warte zurück, hier kommt ein Fliegeding. Wenn der rote Augen hat, dann boostet der Eimer. Genau. Leon ist da. Dann können wir jetzt rein. Die kämpfen hier rechts. Du bist doch. Wo bist denn du hin? Weiß nicht, wo seid ihr? Du siehst uns doch durch die Wand. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich durchkomme. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Bist du einfach an uns vorbeigelaufen? Ja. Ach, hier ist die Treppe hoch. Hey, hallo. Die haben schon alles gelootet. Die haben schon den Bus nach draußen genommen. Die sind schon full. Die sind schon full. Die sind schon raus, glaube ich. Hier wird bestimmt niemand mehr drin sein in diesem großen Raum. Das sind schon alle, das ganze Dungeon. Ich glaube, der spannt gerade einen Bogen. Ja, ja, links? Magier. Ja, ist gut, ich bin Profi. Ich dodge this. Er schießt auf uns, das Schwein. Das war so smart. Ich bin tot. Können wir zurückgehen? Da Magier Fireball. Insta.
Was läuft das in Falle hinter uns, glaube ich? Irgendwo? Nee, nee, bei euch ist nix. Das ist eine Protection Bubble erstmal. Mhm. Ich sehe halt nichts. Und du machst mehr Damage. Ah, oh, der verfolgt mich! Hast du mal hier gekommen? Ich muss nachladen. Da bin ich leider sehr langsam. Ich treffe leider nicht. Oh, ich glaube, der hat getroffen. Magie macht mir halt Angst. Hm. Weiß nicht, ob wir den umlaufen können oder so. Nee, umlaufen ist hier immer schwer. Also die Räume sind immer sehr weit auseinander. Die haben halt einen Cleric dabei. Hm, wir haben auch. Ja, hab ich nichts von gesehen. Wow! Du bist hier einfach ein Feuerball reingelaufen mit deinem Gesicht. Du hast gesagt, du ziehst die Aggro. Ja, hab ich auch gehabt. Hast du nicht einen auf mich geschossen? Ja, der hat sich mal umgedreht. Was ist denn vor ihm? Ich hab den abbekommen. Die Pfeile fliegen halt so Feuerball? Langsam, das ist nicht realistisch. Zurück. Ja, das ist jetzt hier einfach eine Kniffe. Aui! Erstmal zurückgehen. Ja, ich snack hier erstmal ein Stück Fleisch. Bye bye. Es ist spannendes Gameplay gerade. Es ist spannend. Aber immer. Ich gerne mehr Licht Moment, in stopp, stopp, stopp. Nee, Morty Mage killt Morty Mage mit Fireball. Also da hat sich einer selbst getötet, aber es war nicht der, der mich getötet hat. Bei mir ist eine. Der Ranger. Wo bist du denn? Ja, da genau. Komm schon, Kalle. Muss ich nachladen hier? Feuerballmann ist bei mir. Pass auf, Feuerballmann. Aber ah, nein, vorbei sein! Wir haben ein Problem. Danger Zone. Das nee, war's. Du bist in der Ranger. Ja, die haben uns jetzt gesandwiched. Wir hätten nicht abweichen dürfen von unserer Position. Und Kalle, ich weiß nicht, ob du standardmäßig als Ranger Loot mit hast. Du hast Bärenfallen. Damit kannst du natürlich insane, ja, true. Warte mal, das abdecken. Ich weiß nicht, ob du die im Standard Loadout hast. Also ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel welche hast. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht sogar mitnehmen kann über einen Perk, ja. Ich glaube, da sind immer 3 Stück dabei. Auf 3 oder 4. Ja, ich muss es halt einpacken. Also ich muss die Chaps, glaube ich, erst mitnehmen. Also aber feinlegen als Ranger ist immer sehr, sehr gut. Ja. And using about change your default shooting animation so it shoots 50% faster. Machen wir das mal. Also, ja, mal gucken. Sehr viel Learning by Doing, ne? Ich bin ready. Sind wir wieder in einem krassen Ort? Ne. Seit Dalu mit uns spielst, wird sein Gear immer schlechter. Ich hab sogar. Jetzt bin ich Standard. Jetzt habe ich nicht mal mehr was aus dem Lager mit. Mein Lager ist leer. Sehr gut. Jetzt bin ich also genauso wie du. Du willst kein Elo-Matchmaking. Da liegt das. Das ist ein rotes Skelett, ne? Old Shoes. Das? So. Wie ist der? Mo in Allah. Eine Kiste immer hinter noch. Das habt ihr hier bei mir? Oh Gott. Alter Kalle, du warst so fix. Ja, ich hab einen Speedbuff. Mach ich mal auf die Buchse. Ich hab das Gefühl, hier links wäre ich was. Spinnen-Spawner links, aber wenn wir da reingehen, spawnen nochmal 2 Skelette. So ein bisschen zielen üben gerade. Geht doch auch kaputt, oder nicht? Vorsicht. Willst du die, kannst du die wegmachen auch mit deinem Zauber? Die kann ich wegmachen, ja, oder? Hoppala. Oh, was war das? Das ist der Anti... Ein Purification-Over. Die halten halt ein bisschen was aus und wir machen keinen Schaden mehr. Ja. Da gerade was stirbst du auch ständig. Oh, hier wäre ein Boss drin in dem Raum. Ja, wir werden gerade von 2 Gaswolken besucht.
Ja, die, ich mach schon den Spinnen-Spawner weg. wenn du, warte, wir kriegen, glaube ich, den Boss einzeln gerade. Wenn du den anschießen kannst, aber das müssen wir jetzt taktisch dann runterspielen. Da könnte, lock den mal raus, der macht echt nicht ohne Damage. So, versuch Aggro zu nehmen, dauert noch kurz, weil du ein paar Mal draufgeschossen hast schon. Hast immer noch Leonhard. Oh mein Gott. Ich müsste jetzt gleich fliegen. Nicht reinrennen, da sind noch mehr Mobs drin, ne? Ich höre jetzt selbst außerhalb. Ja, wir müssen den jetzt machen. Der wird nicht mehr auf andere Gegner gehen, leider. Ich hab Aggro. Wen hast du gerade gehalten, Leon? Du hast nicht den Boss geheilt, oder? Nee, ich hab gerade die Purification aber gemacht für Damage. Ein Felkion, ja, und eine Stoffhose. Stoffhose ist vielleicht für. Mich was? Ja, genau. Oh, ich hab wieder ein Schwert. Das gute Schwert. Achso. Wollen wir hier noch looten? Kann ich einen Heal? Du auch. Du brauchst selber erstmal einen. Und dann. Ich hab ein Skelett. Was? Was ist hier schon wieder los? Hilfe! Da. Warte. Alles gut. Du hast gesagt, dass er ein Skelett ist. Du hast nicht gesagt, dass er schießen kann. Ich bin gedodged. Oder wolltest du mich nicht hier? Hallo. Jetzt bin ich beim Heim bewegen. War das jetzt so ein Billig-Heal oder kam da nichts? Das war ja Billig-Heal, weißt du? Nutz doch deine Bandagen, die du hast. Hab. Die ja, siehst du? Gibt? Dann beschwer dich nicht. Oh, ich hab ein blaues Schild, hallo. Das Turmschild oder das kleine? Der Pavise. Oh, okay, ja, ich nehme das mal. Ich zeig dir, was das macht. Kannst das andere gerne mitnehmen. Damit kann ich für uns blocken. Oh, okay. Aber ich habe kein Schwert mehr. Ach so. Das ist quasi deine Waffe, oder was? Ja, genau. Nice. Das ist Skelett runtergerollt. Das Skelett, da kam gerade. Ja, da sind Leute, ne? Ja. Oder als ob das hier jetzt so random war. Das Skelett ist hier runtergerollt. Dieser Zombie. Ja, ich hab's auch gesehen. Aber witzigerweise ist bei mir es passiert, nachdem du es gesagt hast. Okay, dann war das wahrscheinlich desync-mäßig. Das kann sein. War das Magier? Vorsicht, nicht rangehen, Leo. Oh, shit. Der haut dir jetzt gleich so einen Feuerball in die Fresse. Ich dodge. Wo ist er denn? Gut. Hast du ihn? Ja. Ach so, ich dachte. Nee, es gibt so eine. Ich hab hier schon richtig angelegt, hier mit meinen 5 Pfeilen, ey. Es gibt diesen NPC-Magier, aber der schießt halt auch diesen selben Feuerball. Feuerball, Junge. Rotes Skelett. Ja, ich loot kurz. As usual, ich auch. Ja, mach den nur. Lass mich nur raus rückwärts. La da di, la da da. Nice. Falcon. Oh. Ja, gut. Falcon in grün. 41 Damage. Wann finden wir einen Bogen? Wie nicht Bogen? Dadurch. Du bist Fighter, ne? Ja, genau. Ich hab hier einen Helm. Weiß nicht, ob das für dich ist. Bogenschütze, ich glaube durch die Wand, oder? Das ist ein Bogenschütze, ne? Das ist ein Bogenschütze, ein Skeletto. Den grauen Helm nehme ich, habe noch keinen, Kalle, grüne Schuhe. Ja? Cool. Mit, hier, Physical Power, hier, gedroppt. Achso, ja. Wir können den anderen Lootraum hier noch nehmen. Den hier. Jo. Also mit deinem dicken Schild auf dem Rücken. Das ist zum Beispiel auch noch das Schild als, Gegner! Du bist fast tot, also pass auf. Ja, ich hab alles unter Kontrolle, ich bin einfach besser! Ja, ich hab dich schon immer geheilt! Ich hab, nachdem du mich gehst, hab ich keinen Schaden. Du hast den einfach hier, der müsste richtig die Taschen voll haben, der hat hier alles gelootet. Boah. Der hat den Lootraum genommen, aber du kannst mal sein Gear angucken. Als Caster vielleicht. Ich hab ein bisschen was liegen lassen. Hier liegt noch ein Metallhelm. Hinten im Raum. Du meldest, also wenn du dich, ich kann mir nicht vorstellen, grün oder grau? Ja, das ist der Armin, ne? Der hat 25 Armor, nehme ich den. Danke.
Der hat sich hier in diesem Raum gesetzt. Dann ist das Skelett vielleicht doch da runtergerollt, dieser Zombie. Hm. Ja, wobei, also ich glaube, der muss ja hier rein, während wir, da, also kurz davor, bevor wir hier reinkamen, hat sich dann einfach verschanzt. Ja, ja, genau, der wird da, aber dann... Da kann ich nichts mehr, ich muss Alphedale benutzen. An einem Lagerfeuer könnten wir das hier... Ist das denn das rote Spinn? Das sind rote Spinnen. Der Spinn-Spawner muss weg. Der ist unendlich nervig. Ist da einer? Ja, ja. Ah! In die Spawner. Ah, oh, hier ist ein Gegner! Team! Rechts oben. Der Spawner ist aber weg, ja? Der Spawner ist weg. Oh, lass uns zurück. Zurück. Ich bin was? Leute, ihr blockt mich, das ist die Spinne! Die Spinne! Ich bin tot, ich hab mir schon bekommen. Ist, Mann, die Alter, der Spinne der, war der noch pusht da. Mich einfach! Ich konnte nichts machen, da war die Spinne immer noch. Ja, die hat dich voll blockiert, die Spinne. Leider. Alter, die Spinne weg, hab ich doch. Wieso? Ja, wir haben es doch versucht. Der Spawner war weg, hallo? Das hast du gefragt. Ja, macht Spaß. Ja, ich bin einfach besser. 2 Sekunden später, oh, die Spinne blockt mich. Ja, NPC kann man nichts machen. Der Spieler hatte keine Chance. Die Spinne ist krass. Ist halt wirklich so.